Die Diagnose Krebs konfrontiert oft auch mit der Endlichkeit. Wir leben ja normalerweise so, als würden wir ewig leben, also alt werden. Und oft denkt man, ach, wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich mir die Wünsche erfüllen, dann fahre ich dahin oder dann werde ich das und das tun. Zum Beispiel in der Rente. Die Diagnose Krebs führt immer noch dazu, dass wir uns bewusst werden, es könnte ja auch mal zu Ende sein. Und mit diesem Bewusstsein lebt man das hier und jetzt, aus meiner Erfahrung, viel intensiver oder bewusster. Wenn wir uns vorstellen, dass wir einen Menschen zum letzten Mal sehen und sprechen würden, wenn wir es wüssten, wir würden diese Begegnung ganz anders verlaufen lassen, in diesem Bewusstsein, ich koste das jetzt aus, es ist das letzte Gespräch mit dieser Person. Und viele lernen, dass sie den Moment, das Hier und Jetzt viel mehr beachten und auch achten und genießen. Nicht nur achtlos an sich vorbeiziehen lassen. Und das ist eine Gabe, ein Geschenk, das ich immer wieder auch erzählt bekommen habe. Und mit diesem Bewusstsein priorisieren wir auch unser Leben anders. Das, was wirklich wichtig ist, wird deutlicher wahrgenommen und man schmeißt die Zeitfresser aus seinem Leben, die was gemacht werden muss, was aber eigentlich gar nicht so nötig ist, dass wir nur das machen, was uns gut tut und was wichtig ist. Und häufig sind es auch die Beziehungen, die viel mehr an Bedeutung und Zeit einnehmen. Und das ist auch gut so.